Hallo und herzlich willkommen zu Elabella Pferd. Hier ist Bella und der März war so schön sonnig und der April ist grau. Ich drücke die Daumen, dass es an Ostern schön sonnig wird. Und ich danke euch allen ganz herzlich für 21 Abonnenten. Und ja, es gab ein paar Änderungen in meinem Plan. Und eigentlich sollten die Eulentals ja umziehen. Das werden sie auch. Aber sie kriegen dann halt nicht ihren eigenen Hof, sondern sie werden dir dann irgendwo unterstellen. Wir werden es auch nicht filmen, nur die werden dann halt nicht auf dem Eulentalhof sein. Wir werden halt die Figuren halt noch benutzen, die alten. Aber es werden halt nicht Vivian oder so sein, sondern andere. Und ein bisschen so Neustadt. Naja, und ich würde jetzt nicht weiter labern, sondern viel Spaß mit dem Intro. Willkommen auf meinem Kanal, ich bin's Casey und heute drehe ich mal einen Vlog und meine Freundin Jane ist dabei, denn wir hatten heute vor, dass wir mal, weil heute relativ gutes Wetter ist, mal so einen Spaziergang machen mit halt mit den Pferden. Ja, also wir nehmen euch einfach mal mit und ja. Viel Spaß! Also, das hier ist der Stall am Seeufer. Angelina und ihre Familie werden auch hierher kommen. Denn die Ramona, die hier auch in diesem Stall steht, hier, die, sie und ihre Besitzerin werden umziehen. Und deswegen wird ein Platz frei für Angelinas Pferd. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich fange mal an, weil ich das erste Mal auf diesem Kanal zu sehen bin. Ich zeige euch mal Zinfandel. Das ist meine 23-jährige Quarterhorse-Stute. Und sie ist halt schon etwas alt, deswegen kann man halt nur mit ihr spazieren gehen. Und ich kann ihr halt auch nicht mehr so hartes Essen füttern, deswegen ist alles so aufgeweicht. Also jetzt werde ich euch mein Pferd Missy zeigen. Das ist Missy. Sie ist eine 5-jährige Tennessee Walker Stute. Sie ist sehr brav. Und ich habe jetzt erst vor kurzem mein eigenes Pferd bekommen. Ja. Und machen wir jetzt mal Essen. Also, ich zeige euch jetzt, was Zinfandel zu essen bekommt. Das ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich zeige es euch, wenn es fertig ist. Also, Zinfandel kriegt das hier zu essen. Das ist so aufgelöste Alfalfa-Pellets mit so Graspulver. Und da sie so schlechte Zähne hat, verträgt sie es ziemlich gut. Missy bekommt jetzt auch nichts wirklich Spezielles, aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Essen mache. So, also das hier bekommt Missy zu essen. Das, sie hat einfach auch noch zu den Weizen so Graspulver dazu bekommen, weil ich denke, das baut die Muskeln ganz gut auf und ja. Da Zinfandel nicht so unfassbar schmutzig ist, ich wollte hier nur sagen, dass ich sie natürlich aufputze und so. Aber heute sah sie gar nicht so schlimm aus. Und ich ziehe dann schon mal ihr Halfter an, damit wir spazieren gehen können.
Also, da ich Missy reiten werde, muss ich sie natürlich putzen, aber das für mich nicht, weil ich glaube, das könnte etwas langweilig für euch werden. Und ich sehe euch dann, wenn wir auf dem Ausritt sind. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Wo gehen wir eigentlich heute hin, Jane? Sollen wir einfach mal zum Wald gehen und zurück? Gute Idee. Also, wir haben jetzt die Zeit im Wald genossen und wir sehen euch, wenn wir wieder am Stall sind. So, wir sind jetzt zurück von unserem wunderschönen Ausritt. Und ja, vielen Dank dir, Jane, dass du bei uns vorbeigeschaut hast und auch mal ein Teil dieses Vlogs warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.